Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Slime Ranger mit mir, dem Robin. Und es ist ein bisschen was passiert, ich habe ein kleines bisschen was gemacht, also im Prinzip bin ich einmal nur kurz durch die Map gelaufen, weil ich habe das hier schon mal aktiviert, damit ich hier schon mal ein bisschen was vorarbeiten oder abarbeiten kann. Und ich hatte einen kleinen Plan für diese Folge, weil ich wollte heute den Katzen-Gordo wollte ich zum Platz bringen. Deswegen habe ich schon mal ein paar Hühner gesammelt, habe hier alle rausgenommen, habe ein paar Küken mitgenommen, dass die schon auf jeden Fall schon mal hier wachsen können. Habe halt noch ein paar von denen übrig gelassen, halt von verschiedenen Rassen auf jeden Fall auch noch Hühner, also von verschiedenen Gattungen Hühner heranwachsen können. Vielleicht habe ich auch noch Glück und es sind hinten noch ein paar Hühner da. Ach, eins konnte ich retten. Das ist schon ein grausames Spiel. Wie du wirklich auf die Hühner kämpfen, also um die Hühner kämpfen. Alter! Dass die ja nicht gefressen werden, ey. Das ist so Wahnsinn. Ich könnte nochmal hier rumlaufen. Weil hier hinten ist ja nochmal so ein Gebiet. Ich glaube, viel zu viel Hühner dabei. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Weil manche, also ich glaube, je weiter man noch kommt vom, ich sag mal, von der Art des Slimes, also wie weit man im Fortschritt her auch ist, desto mehr brauchen die auch, bis die platzen. Also ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir auch die beiden mit. Und dich. Und. Jo. Geh ich halt einfach mal, ne? Das Küken nehme ich auch einfach mit, dann kann ich sie nämlich auch daheim absetzen. In dem. Ja. Ich nehme ich noch mit, dann habe ich nämlich 20, 30 meine ich. Alter, ist das ernst. Nee, Abgang. Nicht in meiner Schicht. Nee, und zack. Adieu. Gefahr gebannt, zumindest für jetzt. So, erstmal die Kapitäne. Dann, was eigentlich die Katzen lieben. Und jetzt einfach nur noch MG. Ratatata. Ich hab dich auch gern. Ratatata. Aber er ist schon kurz vorm Platzen, weil er zelebriert schon, also der wabbelt schon so vor sich hin. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch echt wenig, vielleicht noch wirklich zwei oder maximal vier Hühner. Kriege ich jetzt spontan noch so ein paar von denen her. Hier nicht. Ist ja eh schon alles am Sterben. So wie ich das sehe. Ein Küken. Da oben. Jetzt hin. Wie mache ich das auch der was? Muss hier ein bisschen den Weg freiräumen. Alter, ist echt einfach alles voll. Ja, komm grad her. Bam. Bam. Ja. Bam. Ja. Jetzt. Ja. Ich hab euch befreit, deswegen kommt jetzt runter und lasst euch einfangen, damit ich euch anderen Lebewesen zum Fraß vorwerfen kann. Hört sich brutal an. Ist auch so. Keines Huhn ran, ne. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht, wenn ich den einen noch reinwerfen kann. In den Ring. Vielleicht reicht das auch tatsächlich schon aus. Alter, der ist gerade richtig abgehoben. Bitte. Verdammt. Oh Mann. Ich einfach hier noch schnell einer spawnen. Ein Hühnchen. Hello.
glaube, ich brauche hier so ein Aufräumkommando. So. Machen wir mal hier kurz Ordnung, kleiner Mann. Dann reden wir weiter. Jo, Alter. Wo ist er hin? Ja. Oh, nach 20 Schaden, ey. Ich will gerade mal was testen. Es gibt ein Achievement und ich will gucken, wie lange ich es aushalte. Und jetzt muss ich leider abwerfen. Ja! Yes! Da kann man gerade, glaube ich, nie lesen. Ja, die Festkammer ist drüber. Steht einmal gebissen, zweimal gebissen. Das ist ein Achievement für 15 Sekunden lang so ein Fucker in der Hand halten. Na komm. Und tschüss. Ah, da. Da sind sie gefallen. Na komm, dann nehmen wir gerade noch hier mit, was hier so rumliegt. Hier lang auch noch ein paar. Aber im Prinzip das ganze Gebiet geresettet, wenn man es so nimmt. Hier ist nämlich nichts mehr. Aber schade, wir hätten das beinahe geschafft. Das bringt mir nichts hier entlang. Okay, da oben wird auch schon wieder randaliert. Ach man, nicht. Ich kann wetten, das ist wirklich dieses eine Huhn, was jetzt wirklich noch fehlt. Ich weiß nicht, hast du irgendwie ein Gefühl. Gibt hier noch was? Nee. Nehmen wir gerade noch das mit. Das ist schon krass, weil das Ding ist, die Pink Slimes muss man eigentlich echt nicht mehr sammeln, weil wenn du einmal hier durchläufst, hast du eh alles voll. Mach hier rein und den rein. Dann nehmen wir noch zwei. Ja, ich hab einen da zurück. Na gut. F4? Ich hab 3 zurückgelassen. Machen wir mal 2, dann bin ich auf jeden Fall sicher. Ja. Lassen wir das mal kurz so alles. Da ist hoffentlich schon mal was passiert. Ja, ja. Alles zufriedenstellend bisher. Ist okay. Na, schade. Nein, falscher. Zack, zack. 6. Deswegen, also es bringt halt gar nichts mehr. Fällt es auch mittlerweile. Ah, wieder hoch mit 24, sehr schön. So, wir nehmen jetzt mal wie sicher jetzt mehr mit, aber er müsste jetzt platzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr braucht. Weil er ist ja schon so am Zittern einfach nur. Kann ich hier irgendwie Shortcutten? Ne, kann ich nicht. Hier wird noch geschnetzelt. Macht man. Aber ohne mich. Ich weiß noch nicht, ob ich eigentlich der Fokus bin oder sind es eher die Slimes oder ist es eher so, was in der Nähe ist. Also jetzt spawnen hier Hühner, weißt du? Ich, also. Und da auch nochmal. Als hätten sie nur drauf gewartet. Ja, hoffentlich ist auch bald weg. Können wir wieder loslegen. Puh! Ah, stimmt. Nicht in jedem Slime ist was drin. Und dann hier ist zum Beispiel ein Teleporter drin, der einfach uns nach Hause bringt. Und? Wo bin ich denn? Oh. Was ist das denn? Ach! Nee, warte mal, hä? Die Docks. Es gibt noch ein viertes Gebiet, das wusste ich selbst nicht mehr. Hier kommen wir nicht rein, weil hier ist nämlich das Wildwuchsgebiet. Gucken wir auf der Karte kurz. Hier. Da sind wir jetzt gerade. Und das ist dieses Wildwuchsgebiet. Hier ist unsere Range. Also im Prinzip ist es ein Shortcut, wenn wir das Gebiet freigeschaltet haben für daheim. Ich denke mal, man kann das jetzt so sagen.
So, da drin eine Karotte und ein Huhn. Ja, ja, dich nehme ich mit, weil dich habe ich noch. Dann würde ich sagen, 12 Katzen brauchen wir eh nicht. Aratatat, wo ist die? Unten. Jawohl. Hier ist sonst kein. Wobei, wenn, dann machen wir auch das am klügsten und nehmen das meiste mit. Hier sich einküken. Das war's. Dann werd hier groß und versucht zu überleben. So, jetzt ab nach Hause. Ich habe jetzt gedacht, sind wir wenigstens direkt daheim, aber nee, das ist. Wir spawnen ja da. Ungünstig. Okay, da ist irgendwas explodiert. Nein, meins! Piss dich. Wo ist es? Da. Nee. Egal, dann nehme ich die hier mit. Dann sind sie nochmal für einen Moment in Sicherheit. Gut, dann haben wir das. Katzen-Gordo erledigt. Pinker-Gordo erledigt. Post verwartet auf uns. Aber das Problem ist, da brauchen wir Früchte und Früchte haben wir momentan gar nichts mehr. Das heißt, da heißt es auch wieder sammeln. Ich habe jetzt alles voll mit Hühnern. Das packe ich jetzt erstmal beiseite. Und den letzten zwei. So. Dann schimmelt man hier rum. Das wollte ich auch mal testen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Hallo? Das, das, das und das. Weil ich glaube, das ist genau wieder. Ach, das habe ich völlig vergessen zu erzählen damals bei dem Pfützenslime. Der überlebt nur im Wasser. Deswegen habe ich den Teich bauen müssen, weil der lebt im Wasser. Das ist genauso wie mit dem hier zum Beispiel. Ich glaube, dass die spawnen, wenn das jetzt hier einfach auf dem Boden liegen bleibt gleich. Warte mal, ich teste einfach mal anders. Ich werfe einfach mal das da rein. Werfen wir das mal da rein und gucken, ob jemand das frisst. Okay, die Kombi gibt es auf jeden Fall nicht schon mal. Dass Pfützenslime gegessen werden kann. Oder der Pfützenslime-Plort gegessen werden kann von anderen Slimes, weil da müssten die automatisch auch im Wasser liegen und Lagos haben so eher den Drang dazu, eher ein bisschen wilder zu sein, überall gegenzuhüpfen und so ein Scheiß. Und eigentlich müsste doch jetzt auch die spawnen, oder? Weil es eigentlich im Prinzip auch aus Wasser besteht. Ich wollte gerade sagen, aber, ah ne, komm, das Kim ist mal nicht, weil gerade hat es noch einen guten Wert und in dem Moment war es schon weg. Ja. Dann wollen wir jetzt noch mal kurz einmal abcashen und dann. So, zack, zack, zack. Wie sieht's denn aus? Okay, das geht gerade runter, machen wir es lieber mal schnell, bevor das sich jetzt ändert. Dann haben wir hier zweimal Pfützen. Brr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 r